Hallihallo, meine lieben Friends, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom den Fernbus-Simulator, beziehungsweise hier vom Flixbus-Simulator. Wir sind genau hier stehen geblieben am Signal Iduna Park und ich würde sagen, die Fahrt geht weiter nach Bielefeld. Auch natürlich hier an dieser Stelle vielen, vielen Dank für euren Support. Ja, und ja, dann würde ich sagen, fahren wir nach Bielefeld. Dieses Mythos. Es gibt kein Bielefeld, existiert ja nicht. Ne? Ja. Wir müssen aber dorthin fahren. Ne? Ihr wisst Bescheid. Was ich damit eigentlich ansagen, wie gesagt, ansprechen möchte. Ich weiß, wir fahren auf der verkehrten Fahrbahn. Auf der verkehrten Spur. Aber ja. Ne, dieses Mythos, Bielefeld gibt es da nicht. Ah ja. Naja, gut. Wir haben eine lange Fahrt vor uns, 175 Kilometer. Ankunft 16.29 Uhr, easy, schaffen auf jeden Fall. Ja. Und ja, ich würde sagen, wie gesagt, wie auch in den letzten Folgen, wenn irgendetwas ist, ihr wisst Bescheid, dann melde ich mich. Sollte nicht sein, dann ist es, ja, dann, wie gesagt, habt eine schöne Fahrt. Und nächstes. Mehr habe ich nichts zu sagen. Außer, wie gesagt, vielen, vielen Dank für euren Feedback, für euren Support. Und mehr zu kann ich dazu nicht mehr sagen. Ne? Einfach vielen, vielen Dank. So, wie gesagt, nächster Halt ist Bielefeld. Und da hören wir uns wahrscheinlich wieder. Ne? Oder ich werde, glaube ich, nochmal eine Rast anlegen und auch nochmal eine Tankstelle anfahren. Wenn einer auf dem Weg ist, ich gucke nochmal kurz nach auf die Karte. Ja, ist eine Rast. Punkt ist auf gar keinen Fall hier. Doch, Rast. Oh, okay. Nice. Hier sowieso. Gut, wir fahren sowieso vorbei. Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Rast. Und wenn es geht. Und ja, tanken auch direkt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dort wieder. Ne? Okay. Dann würde ich sagen, viel Spaß, wie gesagt, bei dieser Folge. Ne? Und ich denke, ja, soll ich die Ansage nochmal machen? Einschalten. Ja, komm. Machen wir nochmal an, ne? Darf ich sagen, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly.
If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ach, halt einmal der Fresse, ey. Ich habe links kein Auto gesehen. Ich habe extra im Spiegel reingeschaut, links. Da war kein Auto zu sehen. Auf einmal ploppt da einfach ein Taxi auf. What the fuck, wo kommt das her, ne? Deswegen, ach komm, hör auf. Ich habe es nicht gesehen. Wo kam auf einmal das Taxi her? Du kannst mir nicht erzählen, dass... Ach komm, ey. Das Spiel, wie gesagt, das braucht auf jeden Fall ein Update, ne? Das braucht auf jeden Fall ein Update, ne? Also das kannst du mir nicht erzählen. Ihr ploppt einfach Autos auf. Ne? Ich weiß nicht, in der letzten Folge, nicht in der letzten Folge, in der letzten Tour hat man das auch, glaube ich, auch gesehen, dass mitten auf der Fahrbahn einfach ein Traktor rum und her, einfach hin und her ploppt, ne? Es kann es nicht sein, wie gesagt. Ey, man muss das, das kann... Ich sag dazu einfach nichts mehr, wie gesagt. Mir fehlen die Worte. Ne? Ich bin raus, wie gesagt. Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. Ich reg mich dafür einfach nicht mehr wieder auf. Ich reg mich da einfach nicht mehr drüber auf. Ne? Was soll ich dazu noch sagen? Ne? Was soll ich dazu einfach noch sagen? Ist einfach traurig, ne? Hey, dann würde ich sagen, tanken wir. Na? Und dann würde ich sagen, machen wir auch eine Rast. Na? Und what the fuck, da brennt irgendetwas an? Eine Anzeige oder so? Ich habe keine Ahnung. Na?
Und man hat gesehen, da ist wieder einfach ein Fahrzeug aufgeploppt. Ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Wie gesagt. Ja. Mal gucken, ob man hier jetzt rasten kann. Theoretisch kann man rasten. Ob das jetzt nochmal funktioniert, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Na? Und dann würde ich sagen, let's go, fahren wir weiter. Ich gucke nochmal ins Spiegel, guck, da ist kein Auto. Man sehen kann, weit und breit kein Auto. Oh, wir werden hier kontrolliert, ja. Wir werden hier kontrolliert, okay. Ja, ist auch Polizeikontrolle, hat man ja gesehen, ne? Okay. Das erste Mal Polizeikontrolle, Führerschein. Fahrzeug. In Ordnung, Licht in Ordnung, Warndreieck auch in Ordnung, Warnweste. Angeschnallt Fahrgäste und Tachograph. Easy. Wir können weiterfahren. Nice, alles in Ordnung. Okay. Da vorne können wir, wie gesagt, parken. Ich guck kurz nochmal nach. Rasten können wir nicht. Weil wir schon mal gerastet haben. Okay, da würde ich sagen, fahren wir durch nach Bielefeld. Aber wir haben voll getankt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dort wieder, ne? Hören wir uns in Bielefeld wieder, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich, ne?
Aber la. Oh, oh. Wir werden alle sterben! Ja, auf jeden Fall. Ihr seid sowieso alle tot. Das war's mit der Fahrt, mit dieser Fahrt. Diese Fahrt ist ja natürlich beendet. Wir werden alle sterben. Eigentlich müssen schon alle tot sein. Da kommt ein unsichtbares Auto, nice. Ja, ich habe die Kontrolle verloren, weil ich viel zu schnell, man hat es gesehen, in die Kurve gefahren bin. Ja, ich hätte da etwas ja, nicht so schnell fahren dürfen. Das war jetzt mein Problem. Ja. Naja, wenn ihr alle stirbt, warum seid ihr noch alle am Leben? Ja. Naja, die NPCs, ne? Man kennt sie, ne? Die sind überall. Dann steigen sie aus. Oh mein Gott. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Ja, wir sind sowieso jetzt in Bielefeld angekommen. Dann können sie auch gerne aussteigen, ne? Ja. Sie können auch gerne jetzt hier aussteigen, ne? Ich fahre rechts dran. Dann können sie auch gerne aussteigen. Ja. Also von mir aus, wie gesagt, easy, ne? Sie können gerne aussteigen. Wait, schau mal kurz auf Karte. Warum? Ah, okay. Müssen extra Umweg fahren. Eieieiei. Geht noch einfach geradeaus, so wie ich gerade gemacht habe in Gelsenkirchen. In der vorigen Folge. Einfach in Gelsenkirchen. Oder was? In der Folge davor die Folge. Hätte man auch in Gelsenkirchen auch einfach drehen können. Ja. Ja, gut. Ist jetzt egal. Ist jetzt egal. Machen wir halt so. Und Bielefeld existiert, Bielefeld gibt's wirklich. Ja. Ich meine, ich fahre gerade in Bielefeld rum. Ja. Ich weiß nicht, eigentlich müsste auch hier das Fußballstadion geben, oder? Ich weiß nicht, ob das ein Wahrzeichen ist. In Bielefeld eigentlich schon, ne? Weil in jeder Stadt müsste dies eigentlich ein Wahrzeichen sein, ne? Ja, das gibt's doch, meine Güte. Ja, aber ehrlich, so ein Audi hier, ey. Meine Güte, du, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Boah, keine Ahnung, wie gesagt. Ich weiß es nicht. Diese Folge ist Fahrkünsten vom Feinsten hier, ne? Diese Folge hier, Fahrkünsten vom Feinsten. Ne? Ich sag's nur. Gut. Ich würde sagen, wir sind in Bielefeld angekommen. Ja. Und Bielefeld freigeschaltet. Und ein Achievement freigeschaltet. Drive to Bielefeld. Nice, nice, nice. Okay. Natürlich ein Bus etwas absetzen. Und ich dachte, sie wollten alle aussteigen. Nein? Hm? Wollen sie da weiterfahren? Ja? Dann tut mir jetzt leid. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Tut mir leid, ja, kommt drauf an. Ciao. Grüezi. Das werden wir jetzt nachschauen. Grüezi. Dankeschön. Wir sind aber hier nicht in Bayern, ne? Moin, das Ticket. Bitteschön. Eher gesagt, Österreich, glaube ich, war es gewesen, oder? Grüezi. Sie sind ja komplett falsch, wohin sind die überhaupt hin? Nach Graz. So ein Mist. Ja, tut mir leid, da fahren wir noch nicht hin. Moin, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja. Cool. Hallo, das Ticket, bitteschön. Cool. Ja. Salut, fahren Sie in meine Richtung? Salut. Sehr freundlich. Servus, das Ticket,
Servus, ja. Sehr freundlich. Mahlzeit, bitte sehr. Mahlzeit. Danke sehr. Hi, das Ticket, bitte. Ja. Ciao. Das stimmt auch. Gut. Da würde ich sagen, war es mit dieser Folge. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, die nächste Tour, wie gesagt, der nächste Ziel ist dann Osnabrück, müsste es sein, glaube ich, ne? Hannover, okay. Danach Osnabrück, oder? Oder gar nicht Osnabrück. Ah, Sebastian, danach müsste es Wolfsburg sein, ne? Hannover, Wolfsburg, Braunschweig und Magdeburg, ne? Gut. Ja. So ist die Fahrt, ne? Okay. Dann würde ich sagen, ich melde mich ab und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, mal gut. Ich bin raus und ciao.